Wo bin ich? Wieso wache ich hier auf? Sekunde, hat dieser Graf nicht versucht, mich zu verheiraten? Mit Bowser? Und dann war da Luigi, er... Luigi! Bowser! Ist jemand hier? Es scheint, dass ihr der einzig verbliebene Gast der Hochzeitsfeier seid. Moin, endlich aufgewacht, Prinzessin. Oh, ihr seid es. Seid ihr in Ordnung? Jo, wir sind okay, aber das war schon eine verrückte Hochzeit. Wir können nicht einmal mehr den Bräutigam finden. Ihr erinnert euch? Bowser. Oh, und dieser Typ mit dem Bart. Hatte er nicht einen grünen Anzug an? Ja, Luigi, das ist der Typ. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Leider hat die Assistentin von diesem Knickwitz die meisten von unseren Lakaien eine Gehirnwäsche unterzogen. Die sind fast alle komplett durchgedreht. Hier ist es in jedem Fall nicht sicher. Wir müssen hier raus, möglichst jetzt. Soldat Cooper wird als eure Eskorte fungieren, okay? Versucht zu entkommen. Und was wirst du tun? Was ich machen werde? Das kann ich euch verraten. Ich helfe meinen Männern. Bowser würde mich in einen Haufen Asche verwandeln, wenn ich mich aus dem Staub machen würde. Kein Cooper wird im Stich gelassen. Viel Glück, Prinzessin. Viva Bowser! Lebe wohl. Okay, Prinzessin, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Los geht's! So, und Peach hat diese Fähigkeit. Sie kann mit Hilfe ihres Schirmes schweben. So, und da hier soweit nichts weiter ist, gehen wir durch diese Tür. Da bist du! Gib auf! Du hast keine Chance zu entkommen! Lang lebe der Graf, widersetz dich nicht. Unterwirf dich seinem Gesetz. Du wirst es lieben. Ungehorsam! Schulze, ich bin ihr Leutnant! Auf dem Boden 20 Liegestütz! Weißt du was? Deine Befehle zählen hier gar nichts. Okay? Siehst du, sie haben den Grafen bereits ewigliche Loyalität geschworen. Und jetzt bist du an der Reihe. 10 Uhr Hirnwäsche, passt dir das? Ihr habt euch mit dem falschen Cooper angelegt. Ich diene nur Bowser. Du kannst diesem Graf sagen. Oh, okay, das werde ich ihm ausrichten. Viva Knickwitz! Das gefällt mir schon besser. Das ist doch auch so, oder? Hör zu, es gibt da immer noch Lakaien, die keine Loyalität geschworen haben. Sei ein gutes Hündchen und treib sie zusammen. Okay, danke. Jawohl! Die ist verrückt. Die ganze Sache entwickelt sich nicht gut. Selbst der Leutnant ist gebrochen. Wenn die uns finden, ist alles aus. Wir müssen weg und das ein bisschen hurtig. Dann gehen wir mal hier in die Tür rein, Cooper. Eine Tür, da ist ja noch eine. Ist ja die Frage, wo gehen wir jetzt am besten lang? Abgrund. Nein, Sackgasse! Hier zu bleiben wird uns nicht helfen. Wir sollten lieber weitersuchen. Umkehren eher nicht. Das ist eine Sackgasse für euch. Okay? Wer zum Kuckuck seid ihr? Bringt euch in Sicherheit, Prinzessin. Ich weiß, mit solchen Gesindel umzugehen. Psst. Long lebe der Graf. Ihr seid ein Glückskind, Prinzessin, diese Hochzeitsexplosion zu überstehen. Aber hier ist Endstation. Euer Glück hat euch verlassen. Es wird Zeit, sich uns anzuschließen. Kommt und dient dem Graf. Niemals! Na gut, dann muss ich wohl
doch meine Hypnokräfte einsetzen. Einfach ganz ruhig bleiben, okay? Ich muss nur schnell die Gehirnwäsche durchführen. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist denn jetzt los? Was zum... Das stand so nicht auf dem Plan. Wo ist sie nur hin? Naja, das wirft uns nicht wirklich aus der Bahn. Die Prophezeiung wird sich auch so erfüllen. Dafür brauchen wir sie nicht. Und wohin sie rennt, sie ist nicht wichtig. Da alle Welten zerstört werden. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Es war warm und friedlich. Endlich wach? Wo bin ich? Lebt hier ein Mensch? Knicke die Zapple nicht so rum. Ich habe dich am Fuß der Klippen gefunden. Du bist ein Mensch, oder? Ich gehöre dem Clan der Dunkelheit an, das weißt du. Das macht keinen Unterschied. Ich lasse niemanden einfach so liegen. An diesem Tag haben sich unsere Pfade gekreuzt. An diesem Tag begann auch unsere Tragödie. Oh, ein Herz! Finde reine Herzen, damit du in bestimmte Bereiche in den Kapiteln springen kannst. Zuerst sollten wir zu Merlon. Okidoki. Nehmen wir dazu den Fahrstuhl oder? Naja, egal. Wir erkunden auf jeden Fall mal ein bisschen Flipstadt. Da wir unter anderem auch noch die, sag schon, die zweite Herzsäule finden möchten. Ah. Ihr seid schon wieder hier? Ich kann an euren Gesichtern sehen, dass ihr erfolgreich wart. Gehen wir in mein Haus. Dort könnt ihr mir berichten. Bitte kommt herein. Na, dann gehen wir da doch mal rein, oder? Nun, werte Freunde, habt ihr ein reines Herz gefunden? Aber hallo. Oho, welch Glanz. Dies ist für wahr ein Teil des reinsten Herzens. Ja, wir haben Merlumina getroffen. Sie hat es uns gegeben. Was? Lady Merlumina? Sie ist einer meiner Vorfahren. Merlumina und die... Ihr folgten, errichteten die Stadt. Ihretwegen sind wir hier. Meister Merlon, schlimme Neuigkeiten. Was ist los? Beruhige dich erstmal. Also, also, da ist ein Mädchen von mir gefallen. Moment mal, ich bin durcheinander gekommen. Kannst du nochmal die Stelle zwischen M und M wiederholen? Nein? Na, schade. Moment mal, da ist ein Mädchen von mir gefallen? Wie, ein Mädchen ist von mir gefallen? Was sind aller Welten Namen? Keine Ahnung, bitte nehmt den Aufzug und seht es euch an. So soll es geschehen. Und du, Mario, kommst mit. Vielleicht wird deine Hilfe benötigt. Hä, meine? So, was ist denn das da eigentlich für ein Schmöker? Das lichte Prognostikon. Die Ältesten erschufen es, um das dunkle Prognostikon zu kämpfen. Es beschreibt genau, was Zelda tun muss, um die Welten zu retten. Ja, da hinten ist dieser Aufzug. Na, dann wollen wir mal. Bing! Flipstadt-Ebene 3, da ist sie da. Ja, also ich sah mir den Turm an und auf einmal kommt sie gefallen. Sie kommt mir nicht im geringsten bekannt vor. Wer könnte das sein? Was ist los? Prinzessin Peach? Das ist also die Prinzessin, die Graf Knickwitz entführt hat?
Die Arme scheint so einiges hinter sich zu haben. Sie ist bewusstlos und sie zittert wie Espenlaub. Woran könnte das liegen? Oho, ich weiß es! Mario, du musst zu Sarafina, der Köchin, auf der ersten Ebene von Flippstadt gehen. Eine warme Mahlzeit wird das arme Mädchen sicher wieder auf die Beine bringen. Wenn sie wieder munter ist, können wir die Prinzessin fragen, was passiert ist. Also los, geh zu Sarafina, der Köchin auf der ersten Ebene. Na tschüss. Dann machen wir das doch mal. So, erste Ebene. Das ist Flippstadt Ebene 2. Und das ist der Aufzug zur Ebene 1. Ja, warum bin ich denn schon mal wieder so müde? Junge, 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 ein Kumpel hat mir gerade was erzählt. Mit Pilzen kannst du deine KP heilen. Aufzug wird repariert, nicht einsteigen, Flippstadtwerke. Ah ja, hier ist das Restaurant. Und hier werden wir früher oder später auch nochmal herkommen. Schauen wir mal, ich glaube hier gab es hier nicht sogar schon was zu finden, ach keine Ahnung. Datenerweiterung wird erwartet. Ein Nintendo DS, ach da kommen wir, ah ja, okay. Willkommen in der süßen Verführung. Mein Essen wird ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, Herzchen. Was? Einer Freundin von dir ist kalt? Bewusst ist es ja auch noch? Oh je. Das klingt, als bräuchte sie eine Portion Pfeffersuppe, Herzchen. Ich brauche nur einen Feuerstoß, dann mache ich ein heißes Süppchen. Oh, sieht ganz so aus, als hättest du schon einen Feuerstoß. Du bist ganz schön auf Zack. Gib mir den Feuerstoß und ich bereite die Suppe zu. Ach ja, den wollte ich eigentlich im Laden bunkern. So, na dann wollen wir mal. Lalala. Kannst du mal ein bisschen hinne machen? Hatte ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie genau richtig. Du heißt Pfeffersuppe. Verwende den feuerfesten Löffel, halt 8 KP und Vergiftung. Das wird deine Freunde auf die Beine bringen und zum nächsten Wasserhahn bringen. Bring sie so schnell du kannst, Herzchen. Oh, das mache ich. Das werde ich schon machen. Darauf kannst du dich verlassen. So, dann machen wir mal hier die Basics. Aber ich gehe, glaube ich, vorher nochmal schnell in den Laden. So. Moin. Schönen Tag. Moin, Meister. Wie geht's, wie steht's? Willkommen in meinem Laden in Flippstadt. Zum ersten Mal hier. Du solltest wissen, dass wir ein Ladepunktesystem anbieten. Durch Einkäufe erhältst du Ladenpunkte pro Einkauf. Maximal einen Ladenpunkt. Sammel genug und du erhältst ein Geschenk. Kostenlos. Top, oder? Wenn du was wissen möchtest, wie viele Ladenpunkte du hast, frag mich einfach. Alles verstanden? Oder möchtest du das Ganze noch einmal hören? Nein, alles verstanden. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte was lagern. Ich kann auch 32 Items für dich lagern. So, was lassen wir hier? Ich würde mal sagen, wir lassen mal den Hartpanzer. Nein, ich wollte... Habe ich jetzt die Pfeffersuppe hier gelagert oder was? Okay, dann dann die Backmischung. Obwohl, nee, den Panzerkick werde ich... den werde ich gleich wieder mitnehmen. Bis bald! Wie geht's, wie steht's? So, dann hole ich mal was ab. Und zwar die Pfeffersuppe. Und... Eigentlich kann ich den Panzerkick auch gleich... nee, ich möchte sonst nichts weiter haben. Was hast denn du eigentlich hier im Sortiment? Kaufen. Pilzmix, langzeitmäßiges Lebensbild, Eishauchschäfchen, Sternmedaille, 1000 Punkte wert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich nicht. So, dann gehen wir mal auf Ebene 3 zurück.
So. Du. So. Hier die Pfeffersuppe. Oh. Oh, es scheint funktioniert zu haben. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade was sehr Leckeres gegessen. Ich habe schon ewig nicht mehr von so gutem Essen geträumt. Moin. Oh, Mario, du bist in Ordnung. Wo sind wir denn hier? In Flipstadt. Okay, und wer seid ihr? Ich bin Merlon, meine Liebe. Dieses Wesen ist ein Pixel, ihr Name ist Tippi. Kommt mit in mein Haus, ich wäre dankbar, wenn ihr uns dort mehr erzählen könntet. Und Wofowitz wird mal wieder nicht beachtet. Dann wachte ich auf, sah Mario, euch und Tippi. Nun, meine Liebe, diese Geschichte ist voll Leid und Not. Oh Mario, was denkst du, ist mit Luigi und Bowser geschehen? Da hast du wohl recht, es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich hoffe nur, dass sie in Sicherheit sind. Das hoffen wir alle. Merlon, was sollen wir als nächstes tun? Ein reines Herz weist den Weg zum nächsten, so steht es geschrieben. Es gibt in Flipstadt noch weitere Herzsäulen. Findet ihr eine davon, müsst ihr ein reines Herz in der Säule platzieren. Dann erscheint eine Tür zur nächsten Welt, in der ein reines Herz versteckt ist. Mein Gefühl sagt mir, dass die nächste Tür euch zu Merle bringen wird. Wie Sophustus und ich ist sie auch eine Älteste. Ja, es heißt, dass Merle seit langem einen uralten geheimen Schatz bewacht. Wenn ich mich nicht irre, müsste dieser Schatz das nächste reine Herz sein. Das lichte Prognostikon spricht weiterhin von ihren magischen Kräften. Also müssen wir diese Merle finden, richtig? Oho, ihr wollt etwa mitgehen? Ihr solltet euch schonen, ihr seid noch schwach. Und es könnte gefährlich sein. Aber ich kann doch nicht hierbleiben und die anderen die Welten retten lassen. Außerdem ist die Lehre am Himmel meine Schuld. Meine und Bowsers. Na, also ich komme mit. Punkt. Ich habe mich entschieden. Bitch, begleite dich jetzt. Aber jetzt kannst du nicht nur Mario, sondern auch Pfirsich steuern. Wir müssen wohl die nächste Herzsäule finden. Diese Prinzessin ist dickköpfig, wie überaus erfrischend. Bitte nehmt dies mit euch. Ein alter Schlüssel öffnet eine Tür irgendwo in der Stadt. Es gibt in dieser Stadt Geheimnisse, die nicht einmal ich kenne. Dies könnte der Schlüssel zu einem davon sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Sucht nach dem Ort, an dem ihr diesen Schlüssel verwenden könnt. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Ort nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Ich werde weiter im lichten Prognostikon nach Hinweisen suchen. Sicherlich bringt dieses alte Buch noch viele Informationen. Nun, Mario, Prinzessin Peach versucht alles, um die Pläne des Grafen zu durchkreuzen. Also los, Mario, komm, Tippi. Oh yeah. Also, Merlon sagte, dass als Prinzessin Peach kannst du ihren Schirm auf verschiedene Weisen einsetzen. Halte im Sprung 2 gedrückt, um schweben langsam nach unten zu gleiten. Außerdem kannst du mit einem Steuerkreuz nach unten dich vor Angriffen schützen. Also so. Oder so. So, aber ich wechsle wieder zu Mario. Also, Merlon sagte irgendwo in der Nähe. Ah ne, halt, das war glaube ich nicht einmal ein Gebäude, sondern... Naja, das war glaube ich hier ein Tor. War das das berühmte Tor 1 oder das Tor 2 oder das Tor 3? Oder wollen sie doch lieber den gelben Umschlag? Oh. Jetzt sind wir also hier im Vordergrund der Stadt. Was steht hier? Flipstadtrand, Vorsicht, Monster. Ah ja, da drüben kann... Taucht irgendwann, glaube ich, eine Röhre auf. Kann das sein? Und hier wird später auch nochmal irgendwas sein, aber... Da kommen wir jetzt leider noch nicht ran. Weil da Blöcke sind. Und ich glaube, die kann man nur mit einem anderen Pixel kaputt machen. So, das da drüben sieht mir nicht nach der nächsten Herzsäule aus.
Aber ich meine, dass sie hier war. Nee, doch nicht hier. Vor allem, weil wir das hier noch nicht bearbeiten können. So, aber hier ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? Nicht schade. Duff, duff, duff. So, Flipstadt Ebene E1 Außenbezirk. Hoppala. Was? Oh, okay. Das stimmt. So, was ist das? Mehrlieblichkarte. Mhm. Mehrlieblich. Das ist eine der Wahrsagerinnen. Und Merlon-Karte. Ja, Mehrlieblich, das ist die Wahrsagerin in Flipstadt. Die wohnt in dem Gebäude mit dem. Mit der Kugel obendrauf. Hey, hey, kommst du nicht weiter? Versuche es mit Drehen. So, ist hier drin noch was? Nein. Und hier ist eine Sackgasse, weil... Hier und Dingens so, ne? Ah, da hinten ist die Herzsäule und da ist ein Pfeil. Warum ist da ein Pfeil? Ich verstehe es nicht. Hm. So, diese Viecher hier sind übrigens auch noch sehr praktisch, weil... Mit denen kann man ordentlich EP farmen. Und da ich ja gesagt habe, ich will mir einen 100% Spielstand machen, werde ich auch noch maximales Level versuchen zu erreichen. Zur Herzsäule, der beste Weg dorthin, schwebe über die Steine. Ja, dann wird es mal Zeit, hier Peach zu nehmen. Zack. Ja. Wrupp. So, und da ist es, das... die Herzsäule. Und wir öffnen damit, oder legen damit ein neues Tor frei, ein neues Dimensionstor. Oh, wow! In Orange. So, jetzt müssen die Zahnräder bitte verschwinden. Hast du was zu sagen, Tippi? Nein? Gut, dann... Ach Quatsch, ich brauche wichtige Items. Und damit kürzen wir uns den Weg zurück nach zum Flipstadtturm ab. Aber ich werde jetzt speichern und für heute beenden. Ich habe mal wieder über eine Stunde aufgenommen. In diesem Sinne, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal in Super Paper Mario, wenn wir... zu Merlee gehen, in Tor Nummer 2, das orangene Tor. Oder vielleicht biete ich euch doch den lilanen Umschlag an, wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schön gemacht, das war's, morgens nichts mehr. Ciao.